Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Warships. Hier ist euer Frostwächter mit einer Runde mit der schönen Gneisenau. Genau, ich dachte mir von wegen, wir probieren es heute mal wieder mit der Gneisenau. Wir haben vorher die Runden mit der T22 gemacht, heute mal wieder mit Gneisenau. Wir müssen halt bedenken, dass Gneisenau wieder ein bisschen schwerfälliger ist und eine geringere Feuerrate hat, aber dafür ist es halt mal wieder schön, sie zu spielen, da wir, wie wir wissen, beim Forschungsbaum darauf ja bauen, dass wir mit der Gneisenau die Bismarck freischalten können und mit der T22 dann auf die U69 gern gehen möchten. Bevor es aber losgeht, wollte ich mal vorab sagen, nochmal vielen Dank an alle, die jetzt abonniert haben. Ich bin riesig froh über den großen Zuwachs, den wir jetzt hier haben auf dem Kanal. Ich habe mich mega gefreut und habe es auch ein bisschen mal geschaut, eure Kommentare auch mit einzubeziehen. Das heißt, wie ihr gerade sehen werdet, ist die Bildqualität wesentlich besser geworden bei diesem Video, aber eben auch, was mir ein bisschen das Leben schwer macht gerade eben, deswegen ist es gerade auch die zweite Aufnahme, die ich gerade mache. Die Daten sind viel, viel größer geworden, deswegen muss ich gerade ein bisschen rumprobieren, wo ich den ganzen Daten Satz Speicher. Ich hoffe, jetzt klappt alles rund in dieser Runde und hoffe, dass euch auch die neuen Aufnahmen auch vom Ton her dann gefallen werden. Ich achte darauf, dass ich den Ingame-Sound nicht so laut mache wie beim letzten Video, dass ich lauter und klarer spreche, dass ihr mich besser hören könnt und auch ein neues Mikrofon ist schon bestellt, das auch bald ankommen wird. Und dann hoffe ich einfach, dass so nach und nach die Qualität auf diesem Kanal steigen wird. Und somit auch der Spaß, den es euch macht. Also starten wir das Match mit Gneisenau. Wie ihr sehen könnt, ist auf jeden Fall auch der Bildschirm größer geworden. Ich habe jetzt auch die richtige Bildrate gefunden, die ich brauche, oder den richtigen Bildschirmauflösung. Es war halt ein bisschen schwierig zu finden, da ich halt einen größeren, breiteren Bildschirm habe von LG. Deswegen war ich mir immer ein bisschen unsicher, welche Bildrate ich welche Bildauflösung ich da brauche. Hab mich da mal ein bisschen schlau gemacht, wie ich da bei OBS das Maximale rausholen kann. Und denke mal, ich bin mit dem Ergebnis doch schon ziemlich zufrieden. Jetzt sind wir bei den zwei Brüdern auf der Map. Letzte Runde waren wir halt in... Ich habe jetzt vergessen, wie die Map heißt. Egal. Die andere Runde war auch gut gewesen, leider ist halt mittendrin mir die Aufnahme abgeschmiert, weil eben der Speicherplatz zu voll war. Ich hoffe jetzt, ich habe jetzt ein paar Spiele mal runtergeschmissen, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe und habe eben auch den Speicherort auf der anderen Speicher, auf dem anderen Speicherplatz mal angegeben. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass wir das hinkriegen. Machen wir ihnen das Leben schwer. Und somit starten wir in eine schöne Runde. Wir haben hier zwei Areale, die wir, das müssen wir halten, das andere müssen wir erobern. So wie bei World of Tanks, ne? Wenn wir es erobern, ist aber nicht direkt die Runde vorbei, sondern erst wenn wir dann hier diese 1000 Punkte erreicht haben. Ist ein bisschen anders als bei World of Tanks. So. Ich würde schon fast sagen, wir gucken, dass wir uns vielleicht hier hinter der Insel ein bisschen taktisch klug hinstellen. Autopilot aktiviert. Weil wir müssen ja auch im Prinzip mit dem Schiff hier darauf achten, wir sind halt ein bisschen schwerer, wir sind ein bisschen träger, aber wir haben halt eine große Feuerreichweite und die sollten wir uns auch zunutze machen. Ich denke mal, unsere Kollegen werden es ähnlich machen. Auch eine schöne Farbgebung, die beiden da. Wer es schon gesehen hat, ich habe mir jetzt auch eine neue Farbgebung für die Gneisenau zugelegt. Das ist auch die permanente Farbgebung. Das heißt, man bezahlt die mit Echtgeld. Aber ich finde, es hat was für sich und ich muss sie nicht immer nachfüllen. Das heißt, es hat auch einen Effekt. Ne? Wir sind schwerer zu erkennen von der Distanz her. Außer man feuert. Ist klar, durch das Feuer verraten wir uns. Aber ich denke mal, ja, das waren jetzt vielleicht 100 Golddublonen. Das hat einen Gegenwert vielleicht von 1,50 € oder vielleicht 2 €. Das heißt, es ist in Ordnung für mich. Genau. So, wir warten jetzt mal auf die ersten Gegner.
Unser Kamerad hilft wahrscheinlich gleich die ersten hier entdecken, die dann durch die Menge hier durchkommen. Zyklon zieht auf. Ich kann es immer wieder nur betonen, ne? Ich finde einfach die Grafik richtig, richtig geil bei dem Spiel. Ach ja. Auch dieses Wellenschlagen vom Wasser. Wie ich schon im letzten Video erwähnt habe, also was ich leider verwerfen musste, das Video. Ich bin halt so ein Typ, ich mag halt die Ostsee sehr gerne und auch dieses Meergefühl, Wasser ist so alles so mein Element. Deswegen ist gerade dieses Spiel auch, naja, prädestiniert für mich. Weil ich das einfach gern mag. Ach, toll. Erstes Blut, gut gemacht. Ah, okay, der Gegner ist hinter der Insel. Schade. In 4 Minuten und 9 Sekunden startet der Zyklon. Dann haben wir mit starken Regenschauern zu rechnen. Auch diese Lichtbrechung da unten links. Schaut mal. Ist schon geil. Wo fährt denn jetzt rückwärts? Achso, weil ich... Ja, ich lasse mich jetzt so ablenken von dem ganzen Zeug. Also. Ja, ja. Genau. Also. Wir versuchen jetzt mal da hinten hinzufahren, den Leuten ein bisschen zu helfen. Unser Schiff manövriert sich gerade mal hier raus. Warum man dafür rückwärts fährt, kann ich euch nicht sagen. Ich werde jetzt einfach vorwärts gefahren, dann halt in die Richtung. Aber ich denke mal, er wird schon wissen, was er tut. Dafür ist es ja halt ein Autopilot, ne? Wir halten ihn schon mal bereit. Auch diese Sicht hat was für sich. Ah, guck mal, da kommt schon die erste unglückliche Seele. Die Frage ist, ob wir den auch so einen mitkriegen können. Wahrscheinlich nicht, aber... Ne? Der andere versucht es ja schon oft brav mit. Mit der 4, was haben wir denn da für einen Wirkungsbereich? So, ich würde gerade mal hier so in dem Bereich das probieren, zu treffen. So, wir müssen jetzt mal schnell hier weg, bevor die Torpedos uns erreichen. Kommt der Kreuzer hier durch? Sehr gut, wir haben mit dem Top-Dings getroffen. Ah, mit dem vielleicht nicht. Ah, das war sehr knapp. Okay, Backbord ist hinten, ist egal. Der wird jetzt nochmal Torpedos abschießen wahrscheinlich. Ja, ist mal klar, dass er auf uns abgesehen hat. So, der ist recht flott. Er dreht bei. Jetzt drauf. Toll, alle versemmelt. Ah ja. Abdrehen, aber ist es zu spät. Ich hasse U-Boote. Ich will auch so eins haben. Ah, Mann. Okay. Außengefecht raus. Leider ins nächste Gefecht rein mit der T-22. Ja, Kneisele läuft super. Läuft richtig gut. Naja, hoffentlich wird die nächste Runde besser. Bis jetzt hält die Aufnahme sehr gut, was mich sehr, sehr freut. Deswegen bin ich ja froh, dass wir jetzt diese Qualität halten können. Ich war auch echt Ich war echt erstaunt, ganz ruhig, dass das letzte Video bei euch so gut ankam. 100 Klicks, das hat mich echt überrascht. Ne, ich dachte halt von wegen, ich bin halt noch so ein sehr kleiner YouTuber, ich bin gerade mal hier am Anfang. 50 bis 60 Klicks, das sind wahrscheinlich so meine höchsten Werte, die ich erreichen werde für die ersten Wochen. Deswegen nochmal vielen Dank dafür. Hat mich sehr überrascht, hat mich sehr gefreut, dass es so gut bei euch ankommt. So, T-22, gerade wird es genau Gegenteil als die Gneisenau, flott, schnelle Feuerrate und viele, viele kleine Spielereien, die wir jetzt haben können. Angefangen von Nebelwand bis hin zu, was war das, genau, Beschleunigen. Da haben wir dann so einen kleinen Turbo. Auch nicht verkehrt. Und wie es bei World of Tanks weitergeht, schauen wir mal. Ich habe schon eine Folge aufgenommen von World of Tanks. Die werde ich auch dann demnächst hochladen.
Ich schaue mal, was ich zuerst hochladen werde. Ob ich diese Folge zuerst hochladen werde oder erst zuerst World of Tanks. Schaue ich mal. Auch wunderschön unser Schiff hier, ne? Mit der kleinen Ananas. Ja, ja. So, wir kommen zuerst in den Bereich A, würde ich sagen. Da ist unser Freund, das U-Boot. Ich freue mich so sehr, wenn wir auch ein U-Boot haben. Einfach diese Unterwasserwelt so ein bisschen mitzukriegen. Ich meine, klar ist, bei dem Wetter hier kriegst du nicht viel mit, aber das ist schon schön. Also da, wo ich es gespielt habe, diese Probespieltage, das war schon was ganz anderes. Ich weiß noch, damals, wo die neu rauskamen, da haben alle geflucht von wegen, oh nein, nicht noch U-Boote. Oh, da hat man noch mehr, worauf man achten muss. Weil einfach auch Torpedos halt so massiven Schaden machen. Hat man ja gesehen bei Gneisenau. Du hast da 50.000 Leben, kriegst 4 Torpedos in die Seite rein, bumm, bist weg. Und es ist halt wirklich auch einfach so, ne? Wenn man sich mal so die Historie anschaut, wie damals die Bismarck versenkt wurde von den englischen Schiffen, von den britischen Schiffen. Die haben da auch, ne? Ich glaube, mit 2 oder 3 Kriegsschiffen auf die Bismarck eingeballert und die wurde dann halt versenkt. Ah, ja, Katze hat wieder Spaß. Und das Schöne finde ich ja auch, wir können ja mal gucken, ob wir dann in den nächsten 2 Folgen, ich schaue, dass ich so ein bisschen offscreen weiterspiele, dass wir hoffentlich in der nächsten oder übernächsten Folge dann die Bismarck endlich in Händen halten können. Und dass wir dann nochmal schauen, dass wir mal so vielleicht dann auch so, ne, mal so ein paar historische... Danke. Einmal ein paar historische Werte von der Bismarck mal vorlesen können. Mal vielleicht noch ein paar Inputs geben, mal einfach so ein paar Facts austauschen. Kann auch was für sich haben. So, jetzt schießen wir halt gegen den Berg, was uns hier der kleine Hügel hier verrät. Ja, es ist ungünstig. So. Wir machen jetzt hier mal langsam. So, wer mir... Der ist nicht mehr in der Reichweite, der wäre noch in der Reichweite. Da haben wir schon mal alles drauf. Jetzt hat er uns 2 entdeckt. Ah, die treffen gut, die treffen gut. Oder auch nicht. Ja, sicher. Alter. Gut. Eieiei, was ist denn da schon wieder los? Ich spiele auch gerade wieder so ein Neugeborenes, also ganz schrecklich. Entschuldige mich dafür, ne? Ja, was ist denn wieder zusammenspiel? Oh, wo will der hin? Ja. So, wir machen jetzt erstmal den hier, ne? Nebelwerfer gestartet. So. Torpedos direkt voraus. Ja. So, wir machen das jetzt ganz, ne, ganz gechillt. Wir haben unseren Nebelwerfer hier. Lass mich hier mal schön in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Okay, zurück. So, wir können versuchen, mal die beiden hier zu treffen. Die Torpedos müssten ja reichen von der Entfernung her. Ich finde es immer sehr schwer abzuschätzen, wie schnell die wirklich sind. So. Jetzt nichts wie weg hier. Ah, dann geben wir noch einen mit. Hat er was für zu Hause? Na, jetzt hauen wir schön hier ab. Nein. Oh Gott. Nein. Oh. Oh Mann. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, läuft heute. Also schön, dass die Bildqualität verbessert wurde, dass ihr besser sehen könnt, wie ich hier versage. Naja, es muss auch mal so Folgen geben. Ich kann nicht immer nur die besten Folgen der Welt hochladen.
Naja. Genau. Also es sind noch beide Schiffe im Gefecht. Wir sind leider gerade handlungsunfähig. Aber wie ich gerade sagen wollte, ne? Also mein Ziel ist es halt wirklich zu gucken, dass wir halt wirklich uns auf die Bismarck konzentrieren und eben auch auf das U-Boot, was auch nicht mehr so in weiter Ferne ist. Weil auch bei dem Schiff hier fehlen wirklich nur noch ein paar Peanuts. Das sind zwei, drei Spiele. Die kann ich auch offscreen machen. Das ist kein Problem. Und dann würde ich mich wirklich freuen, wenn alles klappt und wir dann halt wirklich gemeinsam uns hier ein bisschen mit die Bismarck anschauen können. Und dann einfach dann schauen können, was ist historisch da vorgefallen. Einfach mal ein Perfekt vorlesen. Ich glaube, daraus kann man dann auch ein schönes Format machen. Ne? Vielleicht können die Leute auch was lernen bei dabei. Warum nicht? Dann auf jeden Fall. Ah, ich sehe gerade, schau mal hier. Wir haben schon Zugriff auf einen Flugzeugträger. Hey, cool. Können wir daraus die nächste Folge machen? Schön. Okay. Und da gibt es nicht. Es gibt die Weser. Parsival. Und. Aber wo ist denn hier die Dings? Na, Graf Zeppelin. Sagt man sich, das ist ein Premium-Schiff. Weil im Shop gibt's die. Ah. Ajo. Alles klar. Dann trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass die Folge so ein bisschen, naja, kurz war. Na, kurz war sie nicht. Wir haben ja viel erzählt heute. Man muss auch mal Fehlschläge zeigen können. Ne? Ich kann nicht immer nur die größten Erfolge zeigen vom Spiel. Es hat mir trotzdem richtig viel Spaß gemacht, wieder mit euch ein bisschen zu quatschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Qualität gefällt euch. Lasst gerne nochmal was da, wo ihr nochmal ein bisschen reflektieren kann, ein bisschen hinterfragen kann, wie es geworden ist. Lasst gerne noch ein paar Kommentare da. Und vor allen Dingen, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und tschö.